Wir sind zurück zum dritten Teil Let's Play Diablo 3 Beta und Inge, die eigentlich lieber Olga heißen sollte, die Nonne Schrägstrich Mönchin, ist gerade dabei, die Kathedrale unter Neu-Tristram unsicher zu machen. Und sicher zu machen. Martin hat gerade eben aus den 15 geforderten Minuten 23 Minuten gemacht. 50% mehr fast. Das scheint irgendwie ein gutes Spiel zu sein. Jetzt darfst du wieder. Jetzt darf ich hier noch eine kleine Kurzszene. Deckard Cain. Back. May this wed you. The power of the fallen star awakened me. And soon all will suffer as I have suffered. Gods, bring me his bones. Schnell, wir müssen dem Deckard helfen. Kann ich irgendwie sprinten? Nee, oder? Es gibt Skills dafür. Aber jetzt so alleine nicht. Stay a while and help me before I get killed. Ah, der ist blau. Der ist schon geil. Der ist super, ne? Gerade der dritte dann. Zwei. Bada bing, bada boom. Jetzt haben wir eine Quest und einen Checkpoint. Was heißt denn das eigentlich immer Checkpoint? Kann wenn ich da wieder einsteigen oder so? Wenn du stirbst, wirst du an dieser Stelle wieder anfangen. Und ich glaube auch, wenn du rausgehst aus dem Spiel. Irgendjemand will irgendwas. Mach mal ignore. Das sind komische Leute, mit denen ich nichts zu tun haben möchte. So. It was not your time, old man. Come, Leah is waiting for you. Genau. So. Oh, das ist die Betthöhle, oder? Im Garten geht's jetzt. Hat sich teleportiert. So. Jetzt sind wir hier am Wegpunkt. Genau, jetzt gehen wir zurück in die Stadt, um uns mit Leah zu treffen. Der erzählt vorher noch was. Follow me. Ziff, Zoff und jetzt hier Tristram. Ist auch mal so ein kleiner Kelch dabei, wenn wir da hin sollen, oder? Oder ist das Kelch für zu Hause? Nee, closest waypoint to your quest objective. Schon blau. So. Uncle, you're alive. Thanks to you and your friend here. Time runs short. Tell me what you know of the fallen star. Not much, I'm afraid, though the prophecy of the end days surely points to it as a sign that the end has begun. Please, Uncle, not more of your stories. All that matters now is that you're back. Jetzt kriegen wir hier Questbelohnung, und zwar drei Sachen. Ja, Tacken, XP und eine Waffe. Handaxt of the Hawk. Guck doch mal, ob die besser ist als was, was wir sonst tragen. Ja, wahrscheinlich. Na, als die Mainhand nicht, die hat 9,8 DPS. Die hat 8,4. Ja, ist ja nicht gut. Die hat noch so ein Bonus-Attribut, Präzision. Ach, oder Präzision. Wir brauchen Präzision, wenn er alles kaputt hauen kann. Deckard Cain. Drücken jetzt hier mal Cain. The Skeleton King was once our beloved Lord, Leoric. He was driven mad by Diablo's evil. He lost both of his sons and his very soul before he was finally defeated. Now it seems he's risen to plague this land once again. Nonetheless, the Skeleton King bars my path to the Fallen Star. The key to defeating him lies in his old crown. Seek out our blacksmith, Heydrig. He knows of its whereabouts. Ja, der Skelettkönig war früher mal ein mütiger König. Genau, der ist jetzt wieder aufgewacht durch diesen Fallen Star, den wir suchen. Und macht jetzt Ärger. Die alte Sau. Was wir noch Ärger macht, jemand, der uns hier dauernd anwispert. Aber wir haben keine Zeit für so einen Quatsch, wenn wir weiterspielen. So, Heydrig. Ist der Blacksmith. Nicht jetzt, ist meine Frau. She's locked in the cellar like all those who've been bitten. I'm to put them all down. But how can I kill my own wife? Ja, da können wir helfen. Ich liebe diesen Akzent. But it must be done. I will help you. Diesen Dialekt, den er da hat. Ah! Follow me. Cellar of the Damned. Es gibt ganz schön viele Keller hier, ne?
Vor allem, sie sind alle irgendwie versteckte, of the dead, verdammte. Of the damned. Da will ich halt nicht runter. Wir sind auch schon ins Massengrab. Das ist ja nett. Also nicht, dass das irgendwie cool ist, wenn da so Dreck rumläuft, so Ungeziefer. Hätte man auch machen können, hätte, könnte, Konjunktiv. Ja. Das erinnert halt echt vom Spiel sehr stark an die Assassinen von Lost Faction mit diesen erst aufladen und dann Verbunds. Das glaube ich halt später, wenn man noch mehr Skills hat, kann man da noch Sachen kombinieren. Ja. Das ist jetzt ja noch nicht so ausgefeilt, was sie hier machen. Ist sie das? Lass mich raten, sie transformiert sich gleich. Auf gar keinen Fall. Ja, bam. Ui. Dagger auf irgendwas mit in Blau. Ist ja auch nicht gut, oder? Nee, warte mal. Lass mal kurz hier den Charakterscreen machen und leg das mal auf die rechte Hand. Gucken, ob das weniger wird links. 13,2. 10,3, ja. Ja, schlecht. Doch, weg damit. Dann wieder Broad Axe und da. Zack. Kann nix. Hätte schön sein können, ist aber nicht. I'm in your debt. My name is Hedrig Eamon. As it happens, I am looking for King Leoric's crown. Perhaps you know of it. I can help you there. It's buried with his chancellor, my grandfather. You'll find this too. Ah, da ist der nächste. The weeping horse. Komfort-Item. If you see my fool apprentice out there, tell him to get back to town. Das kannst du jetzt mal ausprobieren. Genau, da steht's nochmal, die Erklärung. Daran kannst du jetzt halt Items zerlegen in ihre Bestandteile. Wenn du darauf klickst, erst auf das Item, auf den Dings klicken, auf den Würfel und dann auf das Item. Wenn du Shift gedrückt hältst, kannst du auch mehrere auf einmal auseinandernehmen. Also wenn ich jetzt diesen blöden Dolch, der uns ja, nicht mal draufklick und dann... Zack, da uns. Common Scrap, Subtle... Ah, okay. Das kann ich jetzt hier mit allem machen, was wenn ich Wenn du Shift gedrückt hältst, kannst du es mit mehreren auf einmal machen. Dann musst du das geht nur mit so blauem Kram, dann kann ich alles Nö, kannst zerlegen. Du alles. Zerleg auch mal alles. Dann halt mal Shift gedrückt. Dann Spaß, wenn ich viel geklicke. Zerlegt, 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 zerlegt. Das war falsch. Nochmal. So, und jetzt sind wir unten. Wir haben jetzt 13 Scraps und 6 Essenzen. Was kommt? Wird immer zu demselben Kram? Gibt's noch ja, zwei es gibt, glaube ich, nur. Also, bis jetzt habe ich nur zwei verschiedene Bauteile gefunden. Vielleicht gibt es noch mehr. Dann sind wir jetzt bis hier jetzt fertig nicht. Mit Morden. Dann können wir jetzt wieder rauf und da weiterhauen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir dem schon. Ob der zufrieden ist mit uns. Aber. Wenn wir die gleich seine Quest erfüllt haben. Gate to exit New Tristram. A shattered crown steht da. Da, wo es blinkt. Ja, toll. Geh nochmal hinter. Kannst du noch mit dem reden jetzt? Ja, weg. Ach, der ist wieder zum. Ja, ist er hier? Zum Hauptplatz zurück. The Northwest Gate. So. There's a big pack coming this time. Stand your ground! Also man merkt schon, dieses ganze Viechzeug hier drumherum wird total irre, weil dieser Falling Star wieder alle böse gemacht hat. Das ist ungefähr so, wie wenn in München Oktoberfest ist. Den Tieren auch nicht mehr. Beim Laufen kannst du übrigens auch... Ah, Achtung! Oh, Ratz, ja fast. Man kriegt ja dauernd so Lebensessenzen, das heißt, man muss nicht dauernd diese Heiltrankschlürfer, aber das ist ganz schön viel, oder? Was man bekommt? Ja. Ja, das ist schon eigentlich so, was man meistens mit vollen also man kann sich total dumm anstellen und kommt trotzdem irgendwie durch. Wird wahrscheinlich dann auf höheren Schwierigkeitsgraden nicht mehr ganz so leicht. Aber es ist wieder so, wenn du stirbst, das hatten wir ja vorhin schon gesehen, dann geht deine Ausrüstung so ein Stück kaputt. Ja, stand das da? Irgendwas mit, oder? Haltbarkeit um so ein Das kann ich sagen, es gibt auf jeden Fall Haltbarkeit. Smash. Oder? Smash. Verwechsel ich das gerade mit den Dicken und dann platzt er. Ja, nicht schlecht. Zu Hause schlagen sich wahrscheinlich wieder die Hände beim Kopf und sagen, ja, du hättest erst halt irgendwie den Skill machen müssen und dann so und dann wäre es viel besser gewesen. Ja, aber ich spiele hier. Ui, was jetzt? Shrine 25, Magic, nee, Spirit of Sword und mehr Geld, oder? Guck doch mal auf den Buff, der unten links ist, dann siehst du nochmal. Ah, 25% erhöhte ja, Chance, ein Magic Item zu finden. Und dann kriegen wir Zeug. Und mehr Geld.
Die auf die Gießbox rausgehen. Drück mal die 5. Oh. In der Giftwolke stehen. Wieder was gelernt. In der Giftwolke stehen ist nicht so gesund. Der geht auch wieder zurück. Ist auch. Wir uns da reinlocken. Bam. Ah. Wieder. Aber jetzt tut sie uns nichts mehr, oder? Doch. Guck. Eben schon, als du drin standest. Guck. Schon. Ach, guck an. Für die Wissenschaft. Galileo. Hier Galileo. Wow, das ist echt. Ah, was ist hier los? Hier, hau den Ketten da kaputt. Und, und boah! So eine Kettenreaktion kann man da machen, wenn es genug davon gibt. Ich habe heute gelernt, dass man im Volksmund wohl nicht mehr Achievement sagt, sondern nur noch Chivo. Wo hast du das denn gelernt? In einem seltsamen Forum, wo es um Achievements ging. Chivo? This is a great Chivo oder this is a tricky Chivo, wenn es schwierig war. So. Spart ja auch unendlich Zeit. Ich glaube, ich höre lieber dem Spiel zu als dir. Drück mal unten rechts. Ach, das ist das verbuggte Lore. Das gibt's eine verbuggte im ganzen Spiel. Soll ich also bis jetzt eine Beta. Ich kann dir erzählen, was da drin steht. Ich weiß das ja. The Common Gravelurker is a monster with actually stopped. Oh, da ich erzähl, was da mal vorkommt. Ich hab grad einen neuen Skill bekommen. Ja, dann zeig uns den doch mal. Jetzt muss ich hier erstmal alles tothauen. Wo ist denn das hier S. mit S? Wir haben einen neuen Slot freigeschaltet. Ja! Sauber. Da ganz rechts, der ist neu. Der da? Ja. Dashing Strike. Der muss aber lesen, was das kann. Zeig mir doch mal den Tooltip. Ich möchte wissen, was der macht. Der macht Leichen. To target enemy or location. Ah. Das heißt, ich gehe mit der 1 auf die zu und dann hau ich die weg. Jetzt mal vielleicht auf die Maus zu legen. Wäre es nicht cooler? Mann, komm, ist doch Quatsch. Dann kannst du nämlich auch direkt auf den Ort klicken. Das glaube ich ganz geil. Probier es mal auf die rechte Maustaste zu legen. Drück mal. Nee, geh mal unten in die Leiste und klick rechts auf die rechte Maustaste, also auf diesen, genau. So. Und tu da mal den Dashing Strike drauf. So. Genau, jetzt kannst du halt irgendwo hinklicken. Das spielt ja ein bisschen flüssiger, glaube ich. Denkst du. Oder? Ja, das kann ich nicht mehr richtig wegtreten. Ja, dann leg das auf die 1, diesen Roundhouse-Kick. Oh, der Martin. Mach ich das jetzt so? Genau. So. Zauberei! Aber ich mag solche Movement-Sachen, also wenn du dich halt schnell irgendwo hin bewegen kannst, springen oder halt dieser Dashing-Strike, wie das auch mal heißt. Ja, mir Crap geben wegen Chivo und dann selber. Hier kannst du die ganzen Grabsteine kaputt hauen, wenn du halt Lust hast. Das ist halt, wenn du jetzt dieses Hold drückst, die Leertaste, und ich von den Grabstein drückst, weiß gar nicht, ob da was drin sein kann. Probier das mal. Ob da Gold drin ist oder so. Ja, aber. Kann ja einfach ein bisschen so Stress machen. So, da leuchtet schon. Das heißt, wir sind falsch gelaufen. Scheiße. Tja. Kommt man da noch irgendwie rum? Nö. Hier ist so aus, Schicht, ne? Im Schacht. Wir müssen irgendwie anders da rum. Dim, 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 dim. Wir sind jetzt schon Level 6? Irgendwie geht das ziemlich schnell. Ich glaube, wir kommen noch höher als Level 8 zumindest. Meinst du? Ja, das wird auch einigermaßen gefixt, oder? Die große Pause hat inzwischen die Level-Ups gesehen. Ich weiß ja nicht, wie lange das noch geht. Und dann müssen wir jetzt hier um die Ecke kommen und dann heißt es schon da 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 da, das war's. Das ist schon noch ein bisschen. 15 Monster Skill. Plus 60 XP, Bonus XP bekommen. Da kommen die da hochgekrabbelt. Das ist schon nett gemacht. Oh, guck mal, so viel. Wow, da gibt's jetzt auch. Jetzt verkloppt die alle schon, dann gibt's richtig Bonus-XP. Und hin und her. Und die da hinten. Das hat auch überhaupt keinen Cooldown, dieser Dashing Strike, wo du halt da ganz schnell hingehst. Du willst, dass ich das öfter mache, oder? Nee. Sag's doch. Sag's doch. Nee, ich will dir das Gefühl geben, dass du das selbst entschieden hast. Da, 21 Monsters killed. Massaker. Ich weiß gar nicht, ob er das irgendwo auch festhält, dass ich die meisten getöteten Monstern, dass man dann mal 79 da stehen hat oder so und sich dann dieses Chivo freut. Checkpoint, Chivo. Da ist so ein Punkt. Können wir nachher wieder hinfahren. Jo! Was müssen wir überhaupt machen? Was steht denn da rechts?
Lorik's Crown müssen wir finden, hier auf dem Cemetery of the Forsaken. Lorik ist der Dings Zombie-König. Genau, vielleicht irgendwie seine Krone liegt hier noch irgendwo rum. Für was brauchen wir die denn? Weiß ich nicht. Vielleicht brauchen wir so eine Königs-Voodoo-Puppe. Desecrated Frenzy Shrine. Shrine Restored. Oh, Crit. Attack Speed und Crit. Das ist doch nett. Hauen wir alles kaputt. Das erinnert mich gerade sehr an diesen Friedhof, wo Blutrabe ist, wo dann auch so einzelne Kryptas unten waren. Und ja. Findet man da irgendwas. Dass man diesen komischen, leuchtenden Fleck im Kopf hat, das ist auch ziemlich wie Diablo 2. Wenn man so einen Schrein gefunden hatte. Ja, das ist bei mir jeden Tag so. So. Ich glaube, du verpasst relativ oft, dass du mit dem Stück zurückgehst jetzt. Nur mal kurz zum Schauen. Links an der Wand, da ist, glaube ich, so ein Bücherregal da zum Beispiel, oder? Das da. Nee, ich glaube, das könntest du auch klicken dann. Ja, oder dachte doch nicht. Hätte voll sagen lauter können. Sachen. Das sieht aber so ähnlich aus. Das hat ständig Zeug, was man kaputt machen kann und du guckst das alles nicht an, ja? Ich glaube, ich muss wieder spielen. Ist eh schon deine Zeit vorbei, oder? Ich glaube auch, bei der nächsten Treppe mache ich Schluss. Was ist denn jetzt hier? Die Treppe habe ich nicht gemeint, ich meine eine richtige Treppe. Die Treppe zählt nicht. Du musst die Maus aus meinen kalten, toten Händen. Hack und Hack. Und das. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich total gerne ein zeitgemäßes Co-op-Brawler-Spiel mit Bud Spencer und Terence Hill hätte. Dauernd diesen und Licks und Wenn willst du denn lieber spielen? Diesen Gelaber. Ich weiß nicht, ich glaube, Terence Hill fand ich immer cooler. Dann spiele ich Bud Spencer. Das ist nicht sofort nach. Könnten wir das bitte mal programmiert bekommen von irgendjemandem, der weiß, wie sowas geht? Allein dieser Move hat den Kopf und dann so in sich zusammenfällt. Allein die Geräusche. Großartig. Oder wenn er halt mit beiden Händen den von rechts und von links auf den Kopf haut oder an den Kopf, so auf die Ohren und die dann halt immer so bedeppert in der Gegend rumlaufen. Ja, an dieser Stelle müssen wir, glaube ich, Pause machen. Ich würde gerne noch weiterspielen, aber jetzt muss halt wieder der blöde Martin weiterspielen. Ich darf. Bis gleich. Tschüss.